Und zwar kommen wir jetzt von Wasserstoff zu dem Thema Windkraft, genau gesagt Wind versus Wald. Und jetzt haben wir eine Podiumsdiskussion mit Lasse Tigges. Er ist Projektingenieur der Windkraftplanung bei Westfalen Wind Energie Paderborn. Und Frau Kreinmeier von vorhin mit dem Film zu dem Waldsterben. Erstmal danke, dass Sie hier sind. Herr Tigges, können Sie sich bitte einmal vorstellen? Ja, wenn man mich hört. Alles geklappt. Hallo. Jo. Also ich bin Projektleiter bei der Westfalen Planung. Ja, wir projektieren Windkraftanlagen größtenteils in OWL. Und bei der Diskussion soll es jetzt auch ein bisschen darum gehen, ob es denn von Vorteil ist, Windräder auf zerstörten Waldflächen zu platzieren. Was ist denn da grundsätzlich Ihre Meinung zu? Ja, also grundsätzlich müssten sie nicht nur zerstört sein. Also es ist jeder Nutzwald für Windkraftanlagen möglich. Also Nutzwald ist ja eine Plantage. Also da muss man sich so ein bisschen vom romantischen Waldbild, was in Deutschland immer existiert, entfernen. Also eine Fichtenmonokultur, ja, ist jetzt ja auch nichts anderes als eine Palmölplantage. Stehen in Meter Abstand die Fichten und darunter ist nichts. Also das ist jetzt ökologisch jetzt kein hoher Mehrwert. Und da kann man grundsätzlich Windkraftanlagen bauen. Und das muss jetzt keine Kyrillfläche sein. Klar, die Fichte selbst ist natürlich im Moment ja, größtenteils gestorben in Deutschland eigentlich. Ja. Ja, die Thematik würde ich gerne mit einer Zuschauerfrage verbinden. Und zwar, wie viel Strom denn für uns im Stream hier aufgewendet wird und ob dieser generell erstmal schädlich ist. Natürlich hängt es jetzt davon ab, was für Art von Energie verwendet wird. Aber würde man zum Beispiel die Energie aus Windkraftanlagen verwenden, ist das grundsätzlich schädlich? Kann man da alles kompensieren, was eben dadurch verursacht wird? Also, wann die Windkraftanlage die für die Produktion selbst verursachte CO2-Bilanz wieder ausgeglichen hat? Ja, genau. Das habe ich nicht auswendig im Kopf. Es gab da mal, wie immer, auch bei der Elektromobilität, immer ein paar Gegenstudien. Mein letzter Stand war bei Windkraftanlagen. Ein halbes Jahr bis anderthalb Jahre. Also kann man grundsätzlich sagen, dass der reine Energieverbrauch, den wir hier betreiben, eigentlich regenerativ sein kann. Und rein theoretisch würden wir denn die richtigen ja, Energiespeicher und Energieproduzenten benutzen, dann eben auch nachhaltig sein, richtig? Ja, also klar sind noch ein paar Hausaufgaben zu tun. Ab einer gewissen erneuerbaren Quote kriegen wir ja grundsätzlich Probleme. Da fielen ja eben schon die Worte Sektorkopplung. Wir haben ja nicht nur eine Stromwende, wir haben ja eine Energiewende. Sind ja ein paar mehr Hausaufgaben zu tun, als jetzt einfach nur Windkraftanlagen zu bauen. Aber klar, es stehen halt viel zu wenig. Wenn wir jetzt Sektoren koppeln, wenn wir speichern, wir haben immer Wirkungsgrade. Also wir brauchen ein Überangebot an erneuerbaren Energien und nicht nur genau den Bedarf, der gerade benötigt wird in erneuerbaren Energien. Das geht jetzt bei einem Gas- oder Kohlekraftwerk, Atomkraftwerk geht das. Wenn ich da 10 kW brauche, dann lasse ich das auf 10 kW laufen und fertig. Das fährt dann einfach den Verbrauch ab. Das ist jetzt bei erneuerbaren Energien ein bisschen anders zu denken, aber klar, grundsätzlich brauchst du dafür erstmal von allem mehr, also erneuerbaren. Ja, danke dafür. Dann hätte ich auch noch eine Frage an Frau Kreinmeier. Und zwar, ob für den Bau von Windkraftanlagen nicht auch wahnsinnig viel Fläche von Wald versiegelt werden muss, um diese erstmal zu bauen. Hallo? Hallo? Ja, ich Hallo? kann Sie sehen Ja? und hören. Wunderbar. Ja, Sie haben ja das Thema unter die Überschrift gestellt, Wind versus Wald. Ich bin doch sehr dafür, dass wir das aus den Diskussionen von vorhin aufgreifen und es dahingehend formulieren, gut Ding braucht Wald und Wind. Und beides, Wald und Wind, sind Teil der Lösung im Wettlauf gegen den Klimawandel. Ja, hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie. Wir brauchen jeden Baum, wir brauchen die Wälder, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Und Professor Lemke hat ja in seinem Vortrag vorhin auch darauf hingewiesen, wir müssen Windenergie nutzen und wir müssen aber auch die Bäume nutzen. Bäume speichern CO2. Ein Hektar Wald speichert 8 bis 10 Tonnen CO2 und unsere Wälder insgesamt speichern über 127 Millionen Hektar CO2. Das sind mehr als 14% des CO2-Ausstoßes unserer deutschen Volkswirtschaft. Und wir haben in Deutschland, ich habe mal nachgeschlagen, in einer Antwort der Bundesregierung heißt es, wir haben 20.000 Windenergieanlagen in Deutschland und davon 2.000 im Wald und der Ausbau stagniert. Also wir müssen den Ausbau vorantreiben und dafür bieten sich gerade die Kalamitätsflächen an. Der Flächenverbrauch ist eigentlich relativ gering. Wir brauchen für die Errichtung einer Anlage rund 3.500 Quadratmeter Wald. Und wenn wir auf eine Kalamitätsfläche gehen, müssen wir noch nicht einmal Wald roden. Und ich denke, da ist einfach der Synergieeffekt aus Wind Energie zu erzeugen, ist sehr groß. Und was ganz wichtig ist, wir wollen auch für die Waldbesitzer zusätzliche Einkommensquellen eröffnen und aus den Einnahmen aus der Windenergie können dann auch wieder die Flächen aufgeforstet werden, was ja auch sehr teuer ist und da haben wir gute Synergieeffekte. Wenn ich da kurz einmal einhaken darf, also wenn eine Fläche als Wald gewidmet ist, also auch eine Kalamitätsfläche, die wo gerade kein Baum mehr steht, da müssen wir den Wald ausgleichen. Also es ist nicht nur ein Kann, sondern wir kriegen sonst keine Genehmigung. Das heißt, die Windkraftanlage darf nur dann gebaut werden, wenn der Wald auch ausgeglichen wird. Und je nachdem, welcher Wald dort ist, also wenn es jetzt nicht so ein wertvoller Wald ist, Fichte, ist es, glaube ich, 1:2. Das heißt, wenn wir einen Hektar Wald rausnehmen, müssen wir woanders 2 Hektar Wald aufforsten. Wobei, Stelle, wenn ich noch mal eine Anmerkung machen darf, ich würde gar nicht so darauf abstellen, dass Fichtenwälder nicht so wertvoll sind. Jeder Wald, jeder Baum ist wichtig, wenn es darum geht, unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Und wir würden mit Windrädern auch nicht jetzt in wertvolle alte Buchenbestände mit sehr viel Totholz gehen. Und wir müssen entsprechende Gutachten machen und müssen dann auch Vogelschutz und Fledermaus-Aspekte berücksichtigen. Das sind ja die Knackpunkte aus Sicht des Naturschutzes. Genau. Und da gibt es ja sehr hohe Auflagen. Wir können die Windräder abschalten zu bestimmten Flugzeiten. Und der Naturschutz plädiert ja auch dafür, dass wir höhere Windkraftanlagen auf diesen Flächen installieren, weil je höher die Windkraftanlagen sind, umso höher ist die Energieausbeute und umso weniger Windkraftanlagen brauchen wir. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema mit vielen Aspekten, wo man sicherlich auch noch länger drüber diskutieren kann. Sie haben gerade schon den Naturschutzaspekt und auch den Tierschutzaspekt angesprochen. Es ist auch wahnsinnig interessant, leider muss ich mit Blick auf die Zeit jetzt unterbrechen, wobei natürlich jetzt im Anschluss gleich auch noch der Breakout Room zur Verfügung steht, wo eben diese Fragen weiterhin geklärt werden können. Dankeschön. Dankeschön an euch. Wirklich super interessant, auf so eine Idee muss man mal kommen, ne? Wald versus Wind. Hanna, sehr spannend, Dankeschön. Ich habe gerade noch Wind ja erwähnt und ich möchte jetzt gerne nochmal auf See gehen, also raus aufs Meer. Und nochmal den Wind bis ganz nach oben drehen. Offshore-Windanlagen. Max, du bist gleich verbunden mit Professor Fichter von der Hochschule Bremerhaven. Und das ist wirklich eine windige Zukunft, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Frau Kreinmeier hat eben schon gesagt, gut Ding braucht Wald und Wind. Und diesem Wind möchte ich mich jetzt mit Herrn Fichter widmen und begrüße ihn auch ganz herzlich. Ja, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Herzlich willkommen aus meinem Offshore-Windpark hier in Bremerhaven. An dem habe ich mitgebaut. Da erzähle ich gleich was dazu. Ja, sehr gerne. Schönen guten Morgen. Was uns, mich und die Zuschauer natürlich zunächst mal interessieren würde, ist, wer sind Sie überhaupt? Was machen Sie in Bremerhaven? Woran forschen Sie? Was sind da Ihre Schwerpunkte? Genau. Wenn Sie uns das einmal erläutern könnten.
Also mein Name ist Carsten Fichter, ich bin Professor für Windenergie, Energiewirtschaft und Speicherung bei uns in Bremerhaven. Wir haben auch ein großes Forschungsprojekt für 20 Millionen Euro hier zum Thema grüner Wasserstoff. Da kann ich noch was dazu erzählen. Ich bin selber seit 3 Jahren hier in Bremerhaven, habe vorher Offshore-Windparks mitgebaut. Das war mein letztes Projekt hier in Nordergründe. Das steht hier direkt vor Wilhelmshaven. Da habe ich Ihnen auch gleich noch ein paar Bilder mitgebracht, ein paar Impressionen. Und dann werde ich einfach mal zeigen, was unsere Studierenden lernen und was sie dann sehen dann, ja. Und ich hätte auch zu den Vorrednern noch ein paar Verbesserungs- und Korrekturvorschläge, wenn ich die dann auch noch mal äußern dürfte, ja. Ja, unbedingt, unbedingt. Ich würde zuerst einmal eingehen, weil wir ja eben schon bei Windkraft auf dem Land waren, worauf Sie ja dann wahrscheinlich auch noch mal Bezug nehmen möchten. Ging es ja um die Diskussion, ab wann sich das rentiert. Also eben fiel jetzt so ungefähr der Begriff von 1,5 Jahren. Genau. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wie sieht das da mit der Offshore-Windkraft aus? Sie können ja erstmal gerade vielleicht was zu sagen, so Windkraft auf dem Land, dann können wir das ein bisschen trennen. Ich zeige Ihnen gleich noch ein paar Bilder auch zu Windkraft am Land. Als erstes mal möchte ich gerne mit der Begrifflichkeit aufräumen. Es heißt nicht Windkraft, sondern Windenergie, und es heißt auch nicht Windkraft, sondern Windenergieanlage. Die Windkraftanlage, das zielt eher in die Richtung Windmühle von früher, und das ist dann praktisch eher so ein allgemeiner Begriff. Und wenn man Windrad sagt, dann kommt es eher so darüber, dass man mit der Windenergieanlage Wind erzeugt. Wir hatten gerade eben schon das Thema CO2-Emissionen, also so eine Windenergieanlage amortisiert sich roundabout innerhalb von 1 Jahr. Eine Windenergieanlage hat durchschnittlich 10 Gramm pro Kilowattstunde CO2-Emissionen, eine PV-Anlage durchschnittlich 50 Gramm pro Kilowattstunde. Und wenn Sie ein Braunkohlekraftwerk haben, haben Sie zum Beispiel, stellen Sie sich mal vor, Sie legen sich eine Überpackung in die Hand, die hat 1 Kilogramm. Und wenn Sie 1 Kilowattstunde Braunkohlestrom verbraucht haben, dann haben Sie diese Zuckerpackung, also 1 Kilogramm CO2 in unsere Atmosphäre emittiert. Die Atmosphäre ist die größte Mülldeponie überhaupt, also das ist total schlecht. Ja. Und jetzt zeige ich Ihnen gerade mal ein paar Bilder, damit Sie sich was unter dem Windthema vorstellen können. Erstmal onshore. Gerne. Ja. Ich öffne gerade mal meine Präsentation, wenn ich das kann. Ja, kann ich. So, Sie sehen jetzt praktisch hier mal erstmal die elektrische Energieversorgung, und da sehen Sie drauf, warum wir das Ganze brauchen. Also wir haben praktisch hier auf der rechten Seite Verbraucher, und wir stellen mit unserer Energieversorgung hier links dargestellt, das sind die Kraftwerke, die Braunkohlekraftwerke, Windenergieanlagen, stellen wir so viel Strom zur Verfügung, wie auf der anderen Seite gebraucht wird. Und Power to Gas oder Wasserstoff ist ein Thema, wo wir uns auch in Bremerhaven ganz, ganz, ganz stark kümmern, weil wir hier in Bremerhaven eine extrem hohe Forschungsdichte und exzellente Forscher haben. Kurz noch ein Wort zur Sektorkopplung. Das ist auch ein Begriff, was total durch die Medien durchgrußt. Das ist nichts Neues, wurde von den Vorrednern auch schon gesagt. Sektorkopplung haben wir schon ganz, ganz lange. In der Vergangenheit war halt das koppelnde Medium Öl und Gas. Wir haben das verbrannt oder zu Kraftstoffen verwendet. Und heutzutage möchten wir halt den Strom oder den Wasserstoff als koppelndes Medium einsetzen. Also das ist auch nichts Neues, sondern das gibt es ganz, ganz, ganz lange. Aber jetzt möchte ich Ihnen gerade mal das Beispiel Windenergie zeigen. Das sind zum Beispiel hier in meiner Nachbarschaft sind das Windenergieanlagen E126, das ist ein deutscher Hersteller, Enercon. Die haben einen Rotordurchmesser von 126 Meter, einen Turm von 140 Meter Höhe, und das sind 12 Stück, und 7 dieser Anlagereiche aus, um bilanziell die ganzen Menschen hier in der Wesermarsch, das ist hier direkt an der Küste in Deutschland oben, mit Strom zu versorgen. Also das ist schon mal ein Top-Beispiel. Und da brauchen wir zukünftig mehr. Und die werden halt immer höher. Und das Thema Windwald ist zum Beispiel ein spannendes Thema, weil wir haben praktisch da immer so eine Nutzungskonkurrenz. Das heißt, früher hatten wir einige wenige hunderte Kraftwerke bei uns in Deutschland. Mittlerweile haben wir nicht 20, sondern 30.000 Onshore-Windenergieanlagen. Okay. Offshore 1.800 Windenergieanlagen stehen. Und es ist natürlich klar, sobald ich mehr Anlagen habe, gehen die mehr in die Fläche, gehen die vielleicht in den Wald rein. Und dann habe ich Nutzungskonkurrenz mit den Bewohnern hinsichtlich Schall- und Sichtenergie.
Emissionen. Und im Wald zum Beispiel, dass die Fledermäuse oder andere Vögel, da können wir jetzt stundenlang, könnte ich Ihnen da Beispiele. Ja, in dem Hinblick auf die Zeit möchte ich diese, den Einblick auch gerne in dem Breakout Room weiterführen, wo auch die Schülerinnen und Schüler, die uns zuschauen, nochmal Fragen an Sie richten können. Ja. Und möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dann schon mal tschüss, bis dahin. Bis dahin. Das war super interessant an euch. Das ist eine gigantische Anlage der Offshore, wenn man das mal sieht. Und riesige Rotoren auch. Und wie viel Energie da rauskommt, großartig. Aber das ist halt in ganz groß und mit Wind. Und es gibt ja auch andere Anlagenmöglichkeiten, beispielsweise Solarstrom. Und die könnten auch ganz klein sein. Ich habe mir mal erzählen lassen, jeder könnte, wenn er beispielsweise das Fenster aufmacht oder einen Balkon hat, ein kleines Solarpanel dort aufbauen. Und dann, Achtung, dann einen Stecker in eine Steckdose stecken. Ich dachte eigentlich bis dato immer, Strom fließt nur in eine Richtung, kann aber in mehrere Richtungen fließen. Und dann hat man schon seine eigene Solaranlage zu Hause. Das wollen wir jetzt mal weiter vertiefen. Und es gibt natürlich noch jede Menge weitere Ideen zur Solarenergie mit der Verbraucherzentrale. Aus Minden müsste Kerstin Panke dabei sein. Und in Düsseldorf von der Verbraucherzentrale der Herr Seltmann, also von der VBZ NRW. Und die Hanna kennt sich aus mit solchen lichten Momenten. Genau, das hast du schon ganz richtig gesagt. Es soll nämlich darum gehen, ja, wie alltagstauglich eigentlich diese Solarpaneele überhaupt für uns alle sind. Und dazu würde ich die beiden Experten von der Verbraucherzentrale bitte einmal bitten, sich vorzustellen. Mein Name ist Kerstin Panke. Ich hoffe, man sieht mich schon. Ja. Ja. Ich bin Energieberaterin der Verbraucherzentrale in Minden und Ansprechpartnerin im ganzen Kreis Minden-Lübbecke für jegliche Art von Fragen zu Energie sozusagen. Also zu Sanierungen, Thermografieaufnahmen, Solarpaneele eben auch. Und deshalb sind mein Kollege Thomas Seltmann und ich heute hier. Und ich würde auch direkt an Herrn Seltmann weitergeben. Gerne. Ja, hallo, Thomas Seltmann hier. Ich bin Referent Photovoltaik und Prosumer bei der Verbraucherzentrale NRW, arbeite in Düsseldorf in der Geschäftsstelle und helfe meinen Kolleginnen und Kollegen wie Kerstin Panke eben diese Beratung zu machen mit Fachwissen, mit Hintergrundinformationen, die wir da aufbereiten. Und wir versuchen den Verbrauchern das Thema Energie, Energieeinsparung, aber vor allem auch Nutzung erneuerbarer Energien nahezubringen. Sehr schön. Wenn Sie versuchen, Verbrauchern ja die erneuerbaren Energien ans Herz zu legen und ihnen die eben zu empfehlen. Was würden Sie auf die Frage antworten, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass eine ja, Solarplatte eben von Sonneneinstrahlung lebt und wie das denn überhaupt im Winter aussieht? Also grundsätzlich sind wir in Deutschland ein Sonnenland. Wir bekommen im Jahr ungefähr 100 Mal mehr Energie von der Sonne auf unserer Landesfläche, als wir überhaupt verbrauchen. Und wir sagen ja immer, dass wir sehr verschwenderisch sind mit Energie. Also wenn wir auf Sonnenenergie setzen, können wir noch verschwenderischer sein. Das teilt sich natürlich auf. Im Sommer haben wir mehr Sonne, im Winter weniger. Übrigens dafür im Winter sehr viel mehr Windenergie. Also das ergänzt sich wunderbar. Die große Windkraftanlage, wie wir sie gerade gesehen haben, ergänzt sich super mit dem Steckersolargerät, das ich selber zu Hause nutzen kann. Und wie sieht das aus? Wie ist der jetzige Stand der Solarenergie hier in der Region oder generell in Deutschland? Also in Deutschland waren wir mal weltweit führend, das sind wir inzwischen nicht mehr, aber wir haben mit einem Gesetz, was wir vor 20 Jahren beschlossen haben, was in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert, das Erneuerbare Energiengesetz, haben wir eine Revolution angestoßen auf dem Energiemarkt, die dazu geführt hat, dass diese Technik, die Photovoltaik, die Strom direkt aus Sonnenlicht erzeugt, dass die von der teuersten Art Strom zu erzeugen zur billigsten weltweit geworden ist und auch in Deutschland. Also jeder Verbraucher, der zu Hause selber Solarstrom erzeugt, produziert billigeren Strom, als er ihn aus dem Netz bekommt. Und die großen Kraftwerke, Solarkraftwerke, die an den Autobahnen und Bahnstrecken gebaut werden, die erzeugen auch billigeren Strom, als das heute jedes Kohle- und Atomkraftwerk und Gaskraftwerk machen kann. Ja, danke schön. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Wie ist es denn hier vor Ort, Frau Panke? Können Sie den Verbrauchern ein Solarmodul auf dem Dach anzuschaffen? Ist das eben nicht rentabel? Es kommt immer auf die Sichtweise natürlich an. Ich persönlich habe mir selbst vor 2 Jahren eine zugelegt und ich liebe es. Und das, obwohl unser Haus laut Vorhersage gar nicht so perfekt war. Was die Sonneneinstrahlung anging, ist der Ertrag durchaus
so, dass man es sehr genießen kann, jetzt auch mal wieder etwas mehr Strom zu verbrauchen. Weil man eben weiß, dass es jetzt grüne Energie ist vom eigenen Dach. Ja, dann kann man bestimmt mit viel besserem Gewissen eben auch Strom konsumieren. Und wie sich das anfühlt und um den Schülern das vielleicht auch ein bisschen näher zu bringen, haben wir jetzt wieder die Möglichkeit eines Breakout-Rooms, wo eben über das Thema Solarenergie mit den Experten diskutiert wird. Danke, dass Sie hier sind. Darf ich gerne noch kurz was ergänzen, was natürlich ganz wichtig ist eigentlich. Also die wichtigste Botschaft heute und die Antwort auf die Frage, die gerade von Moderator gestellt wurde, nämlich jeder kann tatsächlich selber mit einem kleinen Steckersolargerät Strom erzeugen. Ein Solarmodul, ein Wechselrichter, das ist so ein Teil hier. Und es hat dann ein Kabel dran, das steckt man in die Steckdose und damit kann man Strom erzeugen. Für den Gegenwert eines mittleren Smartphones kann man sich so ein Gerät anschaffen. Das ist dann mit einem oder zwei solchen Solarmodulen ausgestattet und dann kann man wirklich zu Hause in die Steckdose das einspeisen. Und ich würde es denen, die sich dafür interessieren, wie man sofort loslegen kann, sofort selber was machen kann, im Breakout Room gerne noch mehr erzählen. Dankeschön, das klingt sehr praktisch. Dann bringen Sie das den Schülern gerne nahe und ich werde mich in Zukunft wohl auch nochmal darüber informieren. Unbedingt. Danke. Ach Mensch, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass man zu Hause günstiger produzieren kann, als wenn man einfach nur einen Stecker in eine Steckdose steckt und sagt, der Strom hat irgendeine Farbe. Kleiner Scherz am Rande. Erstmal herzlichen Dank an euch, war total spannend und interessant. Eine ganz wichtige Frage für alle ist ja auch immer, wie kommen wir in Zukunft von A nach B, also Zukunft der Mobilität? Es gibt in Paderborn eine Firma, die ist Netzanbieter Westfalen-Weser Energie. Und der Noah hat sich da ein bisschen mit auseinandergesetzt, was quasi Mobilität der Zukunft und auch Mobilität und auch Zukunft des Stroms sein könnte, nicht wahr, Noah? Das stimmt, Markus. Und dazu haben wir nämlich jetzt auch schon einen kleinen Gast, nämlich Herrn Sascha Göttecke von der Westfalen Weser Paderborn. Herr Göttecke, können Sie uns hören? Schönen guten Tag, ja, ich höre Sie. Ich hoffe, Sie hören mich auch. Ja, jetzt sehe ich Sie auch, perfekt. Was machen Sie eigentlich genau bei der Westfalen Weser Ecke? Ja, bei der Westfalen-Weser bin ich im Endeffekt der kommunale Ansprechpartner. Wir sind ein kommunales Unternehmen. Wir haben im Endeffekt ganz viele Gesellschafter unseres Unternehmens, sind Kommunen. Und ich bin eben dafür zuständig, die Belange, die energiewirtschaftlichen Fragestellungen, die eine Kommune hat, sei es nun die Einrichtung einer neuen Ladesäule am Rathaus, die das Erschließung eines neuen Baugebietes für neue Wohnungen oder neue Häuser, oder die Sanierung von Straßenbeleuchtung, dass man mich da eben ansprechen kann und dass wir gemeinsam dann diese Projekte umsetzen bzw. begleiten und umsetzen. Ja. Also wenn wir jetzt sagen würden, als Schule, als Gymnasium in Höxter, wir hätten gerne Solaranlagen auf unserem Dach, dann wären Sie dafür der richtige Ansprechpartner. Genau, dann würde das meistens so laufen, dass der Bürgermeister mich dann ansprechen würde, Herr Gönicke, wir haben da überlegt, wir wollen eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen. Und dann würde ich mit unseren Fachexperten, wir sind ein großes Unternehmen mit über 900 Mitarbeitern, wir sind von Paderborn bis Höxter, bis unten Marsberg, bis oben Schaumburger Land, also wir sind ein recht großes Unternehmen, ein sehr lokales Unternehmen und wir haben eben ganz viele Experten, ganz viele Fachexperten in ganz vielen verschiedenen Bereichen, sei es nun Elektromobilität, sei es nun Photovoltaik, sei es nun energiefreundliche Heizsysteme, LED-Beleuchtung in der Straßenbeleuchtung oder auch in der Schulklasse. Also ganz viele unterschiedliche Bereiche, wo man dann eben auch wissen muss, wen muss man ansprechen. Ne? Wie in der Schule, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wen man fragen muss. Richtig. Jetzt kommt natürlich auch direkt die Frage auf, wir stellen uns alle vor, in 20 bis 30 Jahren sitzen wir in so coolen Kastenwagen und fahren irgendwelche Straße. Und dann ist jetzt die Frage, wie wird dieses Auto, dieses KfW eigentlich wirklich betrieben? Ist der E-Mobilität effizienter oder werden Sie eher Wasserstoff sein? Also wollen wir mal ehrlich sein, auch Wasserstoff wird Elektromobilität sein. Es ist ja nur eine Frage, wie wird dieser Wasserstoff verbrannt, wie wird er genutzt. Ich persönlich glaube da vielen Experten, die sagen, die Elektromobilität wird die Zukunft sein. Inwieweit das die klassische Elektromobilität ist, in dem Sinne, dass wir da einen Akku haben, der dann im Endeffekt das Auto betreibt, oder wir eine Wasserstoffspeicherung da haben, die im Endeffekt dann genutzt wird. Das ist wirklich wahrscheinlich keine einfache Antwort. Da gibt es wahrscheinlich auch sehr anlassbezogene Lösungen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht im Fernverkehr, bei Zügen, in der Schifffahrt, ne, die Schifffahrt ist ein sehr, sehr großer Emittent von CO2. Dementsprechend muss man da einfach sagen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass bei Kleinfahrtfolgen
die klassische Elektrofahrzeuge, wie wir sie jetzt gerade kennen, mit einem Akku mit Sicherheit ein Ansatz sein wird. Aber im großen Verkehr oder größeren Busverkehr oder LKW kann es auch sehr gut sein, dass wir da Technologien haben, die wir jetzt auch noch gar nicht kennen. Also wenn ich bedenke, 2000, als ich mein erstes Handy gekauft habe, wo ich ganz stolz drauf war, würdest du wahrscheinlich so viel Sand drüber lächeln. Und das ist mal gerade 20 Jahre her. Und also, wenn wir jetzt mal auf 2030 oder 2050 gucken, wir wissen noch gar nicht, was wir da für Sprünge haben und was für Technologien vielleicht auch auf dem Weg sind, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Also, ist schwierig, ist eine spannende Zeit, gerade für uns als Infrastrukturdienstleister. Wir sind ja im Endeffekt dafür zuständig, dass der Strom aus der Steckdose kommt, egal welche Farbe er hat. Wir müssen im Endeffekt, wir sind das Rückgrat, ich sag's mal mit ein bisschen Stolz auch, wir sind das Rückgrat dieser Energiewende. Wir müssen das im Endeffekt alles irgendwie bewerkstelligen. Aber wir sind auch eben in der Zeit, dass keiner von uns so genau weiß, wohin die Reise geht. Wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen. Wir haben es gerade schon gehört, die erneuerbaren Energien sind im Endeffekt aber nicht so deckungsgleich, dass man sagen kann, okay, das, was ich an Strom produziere, kann ich auch jetzt sofort wieder so nutzen, wie ich es brauche, sondern leider, das ist ja nur eine Natur der Dinge, haben wir ab und zu viel Strom und viel Wind, dann müssen wir diesen Strom und viel Wind auch irgendwie speichern und verwenden können und das wird eben die Herausforderung sein. Jetzt sprechen Sie gerade das perfekte Thema an, nämlich wie hoch, wenn man sich mal überlegt, wir haben ganz viel Strom im Netz und wie hoch ist eigentlich wirklich der Anteil des Ökostroms, also des Stroms, der wirklich grün gewonnen ist oder auch grün verwendet werden kann? Also wir haben heutzutage schon Tage gehabt, da haben wir große Prozentzahlen, also halt 50, 60, 70, 80 Prozent erneuerbare Energien im Netz gehabt. Das ist wirklich, man muss sich das vorstellen wie ein großes Rohrleitungssystem, ganz, mit ganz vielen Abzweigungen, ganz vielen Winkeln und Verzweigungen, wo im Endeffekt an ganz vielen Stellen eben erneuerbare Energien oder Anlagen eben Strom produzieren und einspeisen. Und ja, es gibt eben Tage heutzutage, wo wir schon so viel Strom produzieren. Diese 20.000, 30.000 Windenergieanlagen, die ganzen Tausenden von PV-Anlagen und BHKWs, diese kleinen Brennstoffmotoren, die dann da Strom produzieren, die produzieren dann an Tagen wirklich so viel, dass wir wirklich da schon eine fast, sogar teilweise eben sogar schon fast an die 100% kommen. Aber das ist natürlich im Mittel, wenn man das im Jahresmittel an sich anguckt, sind wir zurzeit bei 40%. Aber zum Beispiel in Paderborn, wo ich jetzt sitze, wir haben zum Beispiel relativ viel Windenergieanlagen. Wir sind eine Clusterregion, weil das einfach geografisch gut gepasst hat. Da haben wir dann zum Beispiel regional, wenn man das sich rein regional anguckt, sieht das natürlich schon deutlich anders aus. Aber bilanziell. Herr Gütke, als Netzanbieter sind Sie auch zuständig, dass bei uns zu Hause das Licht angeht. Jetzt ist mal folgendes Szenario: Jeder Bürger und Bürgerin würde sich zu Hause vielleicht ein oder gar zwei E-Autos hinstellen. Diese E-Autos gehen wir jetzt mal davon aus, dass die noch mit Strom geladen werden und einen Lithium-Ionen-Akku besitzen. Wäre das überhaupt für das Netz schaffbar, dass jetzt jeder Bürger in ganz Deutschland um 19 Uhr sein Auto anschließt und es dann laden lässt? Oder würde das eigentlich zu einer Überhitzung unseres Systems kommen? Also da gibt es natürlich, wir als Netzanbieter sind natürlich, wir machen uns natürlich schon Gedanken. Wir haben Netzstrategien entwickelt und machen uns schon Gedanken und wir können das oder versuchen es auch virtuell darzustellen, was würde denn passieren, wenn alle um 19 Uhr den Stecker in die Steckdose stecken und das Auto laden wollen. Wir wissen, dass wir heutzutage noch Kapazitäten und Ressourcen frei haben. Also wir haben Reserven in unserem Leitungsnetz, wo wir sagen, okay, die kann man mit Sicherheit noch ein bisschen nutzen. Zum anderen wissen wir auch, wir werden nicht von heute auf morgen 1 Million oder 2 Millionen Elektrofahrzeuge haben, sofern wir uns das auch wünschen würden. Aber das wird ein stetiger Anstieg sein und mit diesem stetigen Anstieg werden wir natürlich auch unsere Netze ausbauen müssen. Das, was ich gerade schon gesagt habe, wir stehen natürlich vor der Herausforderung, dass wir früher, und unsere Netzleitungen sind ja auch schon mehrere Jahrzehnte alt, früher hat man diese klassischen Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke gebaut, hat ganz zentral die Energie versorgt und heute müssen wir eben dieses Netz komplett neu umbauen. Wir müssen viel dezentraler bauen, das heißt, wir müssen viel mehr Kapazitäten einbauen und das machen wir natürlich stetig. Westfalen-Weser steckt jedes Jahr mehrere Millionen in die Instandhaltung seiner Strom- und Gasnetze. Damit bauen wir natürlich auch so auf, dass wir natürlich auch da die Möglichkeit haben, zukünftig anders unseren Strom zu nutzen. Aber
natürlich wird das eine Herausforderung für uns sein. Aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass wir über die Steuerungstechnik, dass man eben heutzutage auch nicht mehr sagt, okay, ich mache um 19 Uhr mein Auto voll, sondern dass man sehr wohl der Computer sagt, ja, eigentlich weiß ich ja, du brauchst ja gar nicht einen vollen Tank. Eigentlich weiß ich ja ganz genau, dass du Montag immer nur 4 Kilometer fährst und dann sage ich dir, ich lade dich erst nicht um 19 Uhr, sondern ich lade dich erst um 3 Uhr nachts, weil da habe ich relativ viele Spitzen und für dich reicht das. Und wir werden wahrscheinlich nicht mehr dieses Denken haben, ich fahre zum Laden oder ich fahre zum Tanken, sondern wir werden laden, fahren und tanken wird eine Symbiose sein. Da, wo man steht, da wird man tanken, da wird man laden. Also ich glaube, meine Kinder werden wahrscheinlich sich dieses ganze Gedanken um dieses Tanken werden, die wir gar nicht mehr verstehen, weil es wahrscheinlich so selbstverständlich sein wird. Göttlich, jetzt gehen Sie gerade auf die Zukunft ein. Die Zukunft ist, dass Sie auf jeden Fall schon dezentrale Orte für Ihre Speicherung bauen. Jetzt geht man mal davon aus, dass die Westfalen-Weser ja Energie liefert für jedes Haus. So, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt jedes Haus selbst Energie liefert? Wenn jetzt jedes Haus selbst sein kleines Windrad auf dem Dach hat oder seine Solaranlage, werden die dann jetzt ganz salopp gesagt überhaupt noch gebraucht? Ja, bestes Beispiel. Ich selber habe mir dieses Jahr auch eine eigene Photovoltaikanlage gebaut. Und wenn ich mir so auf meine Anzeige gucke, habe ich dieses Jahr selber für das letzte halbe Jahr 350 Kilowattstunden selber Strom bezogen. Den Rest habe ich selber erzeugt. Das heißt, wir als Netzbetreiber haben das Problem, wir müssen alles ja instand halten, alles vorhalten, damit ja immer noch diese 350 Kilowattstunden, die ich ja nun mal selber gebraucht habe, normalerweise brauche ich 5000 Kilowattstunden. Ich habe ja ein relativ großes Haus mit vielen Kindern und noch ein Aquarium dabei, also ich brauche viel Strom. Aber ich brauche jetzt nur noch 350 Kilowattstunden Strom oder vielleicht 1000, also nur noch ein Fünftel von dem, der Rest produziere ich selber. Ist natürlich schön, aber die Struktur ist die gleiche. Das heißt, wir als Netzbetreiber stehen vor der Herausforderung, dass wir irgendwann diese Infrastruktur immer noch bereithalten müssen. Die werden wir ja auch immer haben und werden wir auch immer brauchen, aber eben mit deutlich anderer Nutzung. Also werden wir zukünftig wahrscheinlich eine andere Finanzierungsmodelle uns überlegen, wie dann eben die Gesellschaft diese Infrastruktur, wie eine Straße ja genauso, eine Brücke, Gott sei Dank, oder das ist meine persönliche Meinung jetzt, aber müssen wir jetzt nicht für jede Wahl, wenn ich über eine Brücke fahre, 5 Euro in einen Automaten stecken, um da drüber zu fahren, sondern die Allgemeinheit bezahlt eben diese Brücke, dass wir da drüber fahren können. Und zurzeit... Ich will an der Stelle nicht unterbrechen. Das Thema Mobilität und Energiegewinnung ist sicherlich sehr interessant. Deswegen würde ich Sie bitten, einfach im Breakout-Room noch etwas weiter zu diskutieren. Es tut mir leid, es ist wahnsinnig interessant, aber wir müssen eben auch noch das Thema Recycling jetzt ansprechen. Und Noah, ich habe gehört, wir haben dazu einen sehr prominenten Gast. Ja, das habe ich auch gehört. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt gleich ein kleines Bildchen gezeigt bekommen. Da ist es schon. Herr Töpfer, können Sie uns hören? Ja, ich kann Sie hören. Ich hoffe, Sie können mich auch hören und sehen. Das kann ich, Herr Töpfer. Hier haben wir gerade ein Bild gezeigt bekommen. Können Sie sich noch an diesen Tag erinnern? Bitte? Können Sie sich noch an diesen Tag erinnern, von dem Bild, das gerade gezeigt wurde? Ich hoffe, Sie sind da. Ich habe das Bild gesehen, aber wenn Sie mir sagen, was ich handle, kann ich Ihnen auch das ohne Bild beantworten. Das Bild zeigt Sie, wie Sie in den Rhein springen. 1988 mit Badekappe. Es ging wohl um eine persönliche Wette. Wie kam es eigentlich dazu, Herr Töpfer? Ja, wenn ich Ihnen das erzähle, ist die Sendezeit vorbei, hätte man früher gesagt. Ich war in Rheinland-Pfalz Umweltminister und war die Diskussion bei einer Wahlkampf war, wie lange bleibt der? Herr Töpfer scheint jetzt gerade irgendwie nicht mehr da zu sein. Wir warten kurz. Da ist er wieder. Hören Sie mich noch? Ja, ich höre Sie noch, Herr Töpfer. Ich kriegte gerade einen Anruf, da kann Sie sehen, alles so ein technologischer Überlast. Nein, ich bin da gekommen, weil ich eine Wette gewonnen habe, die meinten, es wäre schlecht, mich zu wählen, weil ich ohne dies nach Bonn ginge. Und habe nie geglaubt, dass ich da Minister wurde. Wurde ich aber Minister, musste ich halt schwimmen. Hätte ich nicht dies gemacht, hätte ich einen Fuder Wein gekriegt, das ist nämlich im Weinland in Rheinland-Pfalz, wäre auch ein schöner Gewinn gewesen. Aber so bin ich geschwommen. Apropos Politik, Sie waren Bundesminister der Bundesrepublik Deutschland. Wie sind Sie eigentlich dahin gekommen? Wie sind Sie jetzt von dem Weg, von dem Logo über mir, hoch bis nach Berlin gekommen? Tja,
König Wilhelm Gymnasium ist eben eine Kaderschmiede. Maxdorf selbst an mir. Also von daher gesehen ist das kein Wunder. Ich bin Volkswirt geworden und habe mich mit regionaler Planung beschäftigt. Und da bist du schon ganz nah bei der Umwelt. Denn alles, was wir an Umweltproblemen haben, sind meistens Planungsfehler oder Fehler von nicht mit Berücksicht der Planung. Nimm den Rhein, weil du ihn gerade genannt hast. Ein großer Ingenieur, Tuller, hat den Rhein begradigt. 80 Kilometer ist er kürzer geworden. Wo du in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg bist, hast du eine Tuller-Schule, hast du eine Tuller-Straße, der wird da gefeiert. Denn es ist mehr Ackerland da, es ist kein Hochwasser mehr da. Was er vergessen hat, ist, dass das Wasser jetzt schneller abfließt und dann die Probleme mit den Hochwassern eben nicht mehr oben am Oberrhein passieren, sondern am Unterrhein passieren. Er hat also seine Kosten verlagert. Das ist das Grundproblem aller Umweltpolitik. Wir zahlen die Kosten nicht in den Preisen, die wir bezahlen, sondern verlagern sie auf die Zukunft oder auf andere in der Welt. Genauso bin ich dahin gekommen. Also es ist nicht ganz überraschend, dass man sich dann in einem neuen Feld wiedergefunden hat, das Umweltministerium in Bonn, damals noch jetzt in Berlin, wurde ja gerade da erst nach der Katastrophe in Tschernobyl überhaupt begründet. Ich war also, wenn du so willst, der zweite Umweltminister. Der erste war allerdings nur wenige Monate da, dann wurde er Ministerpräsident in Hessen, das war Herr Wallmann. So bin ich Umweltminister geworden. Ja, das ist sehr spannend. Ich habe gerade von Noah die Nachricht bekommen, dass das Internet an der Schule scheinbar gerade einen Strich durch die Rechnung macht und er gerade nicht im Stream ist. Sobald er wieder da ist, würde ich das Wort dann wieder an ihn übergeben. Aber es stimmt doch, dass Noahs jetzige Schule ihre frühere Schule war, nicht richtig? Das ist richtig. Ich habe die sogar ein Jahr länger besucht, weil sie so schön war. Ich bin einmal sitzen geblieben. Ja gut, das sagt ja nichts aus. Das könnt ihr euch nicht mehr vorstellen, damals gab es sowas noch. Aber nichtsdestotrotz waren Sie wohl einer der bekanntesten Umweltminister und Sie haben ja auch den gelben Sack ins Leben gerufen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, wir reden ja über Energie und über die damit verbundenen Probleme. Wenn Sie das mal sehen, dann sehen Sie ganz schnell, hat das etwas zu tun mit der Frage, wie gehen wir mit den Ressourcen um. Wir sprechen dauernd davon, wir können Batterien machen und so weiter. Was brauchen wir bei Batterien? Da brauchen wir sehr viele Metalle. Zum Beispiel brauchen wir dort Lithium, wir brauchen dort Kobalt, wir brauchen dort viele seltene Erden und Metalle. Die sind alle sehr knapp und sie werden gewonnen in Regionen, bei denen Arbeitsschutz, Kinderschutz und so weiter nicht so ausgeprägt sind. Also wir müssen uns eben überlegen, wie können wir mit den Ressourcen, die wir haben, also mit diesen Metallen in diesem Fall, so umgehen, dass sie mehrfach genutzt werden, dass sie also recycelt werden. Wir sparen uns dadurch Ressourcen, aber wir sparen uns auch Energie. Aluminium als Beispiel. Wenn du neues Aluminium vergleichst im Energiebedarf mit recyceltem, ist das ein Minus von 80%. Bei recyceltem Aluminium brauchen wir nur 20% der Energie, die man bei neuem Aluminium hat. Also Kreisläufe zu schließen, wegzukommen von der Wegwerfgesellschaft, ist eine der zentralen Herausforderungen, auch und gerade für die Energiefrage, aber vor allen Dingen für eine Ressourcenfrage. Und ihr geht ja in eine Welt hinein, die demnächst mal 10 Milliarden Menschen haben wird. Auf jeden Fall. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Jetzt heutzutage, Sie haben ja jetzt schon einiges an Erfahrung gesammelt, aber wie beurteilen Sie die jetzige Situation der Kreislaufwirtschaft? Ist das ausreichend oder muss da noch mehr getan werden? Es muss mit Sicherheit sehr viel mehr getan werden. Denn die Kreislaufwirtschaft beginnt im Augenblick immer noch viel zu häufig am Ende des Produktes. Sie muss am Anfang stehen. Man muss auch Produkte entwickeln vom Abfall her, dass sie wieder verwertet werden können. Beispiel, Kunststoffe, wenn sie reine Kunststoffe sind, sind gut zu wiederverwerten. Wir haben aber geschichtete, bedruckte und so weiter, die sind sehr schwer wieder zu verwerten und dann kriegen wir die gesamte Kunststoffflut hinterher als Abfallflut.
Also wir sehen schon, dass wir alles dran setzen müssen, dass wir vom Abfall her Produkte entwickeln und nur solche zulassen, die am Ende des Tages auch wieder zurückgeführt werden können in die Kreisläufe. Und dieses nachhaltige Denken, das Recycling, wo sehen Sie da die Verantwortung? In der Politik, beim Produzent oder beim Verbraucher? Man kann das nicht unterscheiden, es ist jeder. Wenn ich heute mir ansehe, die lineare Denke ist, einer entwickelt ein Produkt, einer produziert es, einer verkauft es, einer braucht es und am Ende ist der Abfall. Die vier vorne denken an alles, nur nicht an Abfall. Du musst schon, wenn du Produzent bist, daran denken, was ist mit dem Produkt, wenn es Abfall wird. Du musst, wenn du in einem Laden das darstellst, musst du sehen, was ist denn da an Abfall da. Wenn wir Selbstbedienung haben, ist das eine abfallintensive Wirtschaftsform. Denn Selbstbedienung heißt einpacken, muss darstellen. Die Information auf der Packung ist eine Werbeinformation und vieles mehr. Also zu sagen, du bist verantwortlich, ist das Ärgerlichste, was es gibt. Kleiner Hinweis nur, sag nie, wir oder man müsste was machen oder die Gesellschaft. Das ist kollektive Verantwortungslosigkeit. Ich hätte es immer gerne konkret. Und deswegen ist es jeder wird eingebunden. Du so wie ich und wie jeder, der einkaufen geht, derjenige, der im Geschäft dafür verantwortlich ist, dass solche Waren dargestellt werden und verkauft werden können, bis hin zu der Frage, wie können wir das wieder einbinden in einen Kreislauf, der dann tatsächlich auch Energie und Ressourcen spart. Ja, aber es gibt doch auch schon Regularien und Gesetze. Warum wird denn Umweltverschmutzung immer noch in so großem Stil betrieben? Ja, das ist völlig richtig. Ein Kreislaufwirtschaftsgesetz haben wir jetzt genau seit 30 Jahren. Du hast ja gerade selbst gesagt, Hamburger oder der Moderator, der uns verloren gegangen ist vom König-Wilhelm-Gymnasium, da kannst du mal sehen, da gehen welche verloren von diesem wunderschönen Gymnasium. Die haben darauf hingewiesen, wenn du so willst, sitzt ja vor dir der grüne Punkt. Ärgerlicher ist es, wenn du sagst, vor dir sitzt der gelbe Sack. Das ist was anderes. Aber es gibt auch dasselbe. Es ist ein Zeichen, dass wir vor 30 Jahren damit begonnen haben, diesen Kreislauf zu schließen. Er ist nur nicht vernünftig weitergeführt worden. Und deswegen ist jetzt, wenn du den Green Deal der Europäischen Union ansiehst, steht da Wasserstoff drin und Kreislaufwirtschaft. Das sind die beiden zentralen Punkte. Biodiversity, also Biovielfalt, ist auch noch mit dabei. Und ich hoffe, dass wir ein neues Gesetz über Kreislaufwirtschaft in Deutschland auch in Bälde bekommen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr interessantes Thema, an dem wir alle arbeiten müssen. Deswegen sind Sie ja später auch noch bei der Diskussion, was müssen wir tun, mit dabei. Und ich habe gehört, dass glücklicherweise mein Kollege Noah wieder im Stream ist. Ist das richtig? Noah, was ist los? Vielleicht hat sich das Internet seit Ihrer Schulzeit damals nicht wirklich verbessert in Höxter. Man weiß es nicht. Also ich sitze im Augenblick in Höxter, da geht es, das muss ich dazu sagen. Denn Corona hat mich aus Berlin zurückgetrieben. Ja, gut. Naja, Noah müsste jetzt drin sein, wenn ich das richtig verstehe. Ich bin jetzt wieder drin, aber super. Das kannst du ruhig gerne noch weitermachen. Ich glaube, ich vertraue dir da voll und ganz. Ja, genau, wir waren nämlich gerade beim Thema. Also nächstes Mal, Noah, komme ich runter ins Gymnasium, da können wir es face-to-face machen. Das ist einfach. Das machen wir so. Dann kommen Sie wieder in unsere frisch renovierte Aula und dann können wir uns da unterhalten. Das sage ich dir. Das ist doch ein wunderbares Angebot. Und dann könnt ihr euch ja auch über das Thema Recycling unterhalten. Was nämlich jetzt unser nächster Programmpunkt sein wird, auf den sich Noah eben auch vorbereitet hat. Noah will aber nicht. das wollte Stefan machen. Okay, dann übernehme ich das mal. Ihr könnt euch ja noch bilateral absprechen, wo ihr euch in der Aula trefft. Gratulation, Noah. Das finde ich toll. Herrn Töpfer mal persönlich sprechen. So ist das, wenn man gemeinsam auf der gleichen Schule gewesen ist. Großartig. Herrn Töpfer gibt es ja gleich auch nochmal in einer großen Diskussion. Jetzt haben wir schon über den gelben Sack und über Recycling ganz viel gesprochen und ich möchte Ihnen Regine Lückermann vorstellen. Sie gehört zur Abfallwirtschaft im Kreis Lippe. Hallo Frau Lückermann. Ja, hallo. Ich hoffe, alle hören mich.
Ja, das hoffe ich auch. Da wir ja im Stream sind, sehe ich das auch nicht. Aber wenn unsere Techniker den Daumen hochheben, gehen wir mal davon aus, dass das alles klappt. Ne? Ja, doch. Ich bin die, die so verpennt in die Kamera guckt. Nein, um Gottes Willen. Das war mir gerade so aufgefallen. Wir haben gerade über den gelben Sack gesprochen, nicht wahr? Das sind ja Kunststoffverpackungen, die da drin sind und die werden recyceln. Erzählen Sie mal so ein bisschen, da gibt es ja immer so Probleme, ne? Ja, ich möchte da auch ein bisschen an das anknüpfen, was Herr Töpfer eben gesagt hat. Also der gelbe Sack, den damals einzuführen, tolle Idee. Nur ich glaube schon, der hat eine Entwicklung genommen, was auch nicht im Sinne von Herrn Töpfer war, denn Ziel war ja auch, die Verpackung tatsächlich im Kreislauf zu führen und auch die Produktverantwortung einzuführen, sodass sich auch die Hersteller wirklich Gedanken darüber machen, wie kann ich es machen, was kann ich hinterher damit machen. Und das sehe ich in den Jahren, wo ich jetzt hier beim Kreis Lübbe bin, definitiv nicht so. Wir haben immer mehr Verpackungsabfälle. Man hat auch irgendwann diesen schönen grünen Punkt mal in den Wettbewerb gestellt. Und es ist natürlich verständlich, dass jedes dieser Systeme gerne Geld verdienen möchte und gar kein Interesse daran hat, dass tatsächlich weniger Abfall produziert wird. Hören mich eigentlich alle? Hallo? Ah, kann sie hören. Ich sehe hier keine fragenden Gesichter. Gut, okay. Und also wir haben wirklich zunehmende Mengen bei den Verpackungen und das Recycling wird zunehmend schwieriger. Ich habe auch in den letzten Wochen festgestellt, dass einige Produkte, die bisher immer in einer Papiertüte waren oder in einem in einer einheitlichen Folie, inzwischen diese schönen Multilayer-Folien sind, die eben nicht mehr recycelbar sind. Einfach, weil man sie nicht richtig trennen kann. Das ist ja mal ein großes Problem. Jetzt aus dem Augen, aus dem Sinn, das hört sich jetzt so flapsig an, aber wir tun das tatsächlich in den gelben Sack und dann holt den einer ab. Was passiert denn dann damit eigentlich im Nachgang? Das ist eine spannende Frage. Das haben wir vorletztes Jahr auch mal versucht herauszubekommen, wo denn unser Verpackungsabfall, also das, was über den gelben Sack eingesammelt wird, denn tatsächlich verwertet wird, was damit passiert, ob etwas exportiert wird, ob auch verbrannt wird. Es war unheimlich schwierig, da vernünftige Informationen zu bekommen, was einfach auch damit zusammenhängt, dass ja verschiedene Systeme verantwortlich sind für die Sammlung in den einzelnen Kreisen. Also es ist ein ganz kompliziertes System. Wer wofür zuständig ist, will ich gar nicht drauf eingehen. Aber ich habe eine Tabelle bekommen. Also Verwertung im Inland soll fast 90% sein, aber eine konkretere Zahl, was davon tatsächlich recycelt wird und was energetisch verwertet wird, das konnten wir leider nicht herausbekommen. Vielleicht darf ich die Journalisten ganz kurz unterbrechen. Ja. Dann kann ich ganz kurz unterbrechen. Der entscheidende Umbruch kam ja, als auch Verbrennung als Verwertung gewertet wird. Das ist auch ein Punkt, genau. Von dem Augenblick an ist natürlich auch die stoffliche Verwertung erstmal vernachlässigt worden. Ja. Die Zahlen, die jetzt bei dem neuen Gesetzgebungsverfahren dastehen, sind wir wieder für die stoffliche Verwertung. Und ein zweites, ich habe das auch zu beklagen, muss ich leider sagen, ist diese Idee, die Sie auch angesprochen haben, dass man schon vom Abfall her die Produkte entwickelt, die jetzt völlig vernachlässigt worden. Der Produzent muss stärker in die Verantwortung für sein Produkt bis zum Abfall hin mitgenommen werden. Das war auch der Sinn des grünen Punktes nebenbei. Nicht die Finanzierung, sondern die Übernahme von Verantwortung für das Produkt. Aber so gehen manche Ideen hinterher erst nach längerer Zeit in die richtige Verwirklichung. Und dass jetzt die EU das sogar macht, lässt mich hoffen, dass es tatsächlich ist. Bisher sind wir weltweit die Einzigen, die ein Kreislaufwirtschaftsgesetz so früh gemacht haben. Es war das erste in der Welt, dass wir damals gemacht haben. Und da sind einige Fehler drin gewesen, die sind ja auch verbessert worden. Also ich kann die da nur unterstützen, dass ich sage, bisher wissen wir zu wenig, was passiert mit der Wiederverwertung im stofflichen Bereich und das muss gesteigert werden. Ja, also es sind jetzt auch in der novellierten Fassung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes glücklicherweise im Bereich der Produktverantwortung ist etwas klarer dargestellt worden, dass es auch möglich ist,
für einen Hersteller, Produkte zurückzunehmen, und zwar nicht nur seine eigenen, sondern auch vergleichbare Produkte eines anderen Herstellers. Und ich habe da gerade letzte Woche von einem Betrieb hier aus Lippe auch eine Anfrage bekommen, die genau in diese Richtung abzielt. Und das ist auch definitiv der einzige Weg, den ich sehe, dass die Industrie da in die Verantwortung genommen wird und man auch die rechtlichen Rahmenbedingungen schafft, tatsächlich Stoffe oder Abfälle im Kreislauf zu führen. Ja, ich möchte aber vielleicht noch auf einen ganz anderen Punkt eingehen, vom Thema gelbe Sack oder Kunststoffe weggehen, wenn das okay ist. Ja, das ist okay. Ich habe da gleich auch noch eine Frage. Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen, weil wir gerade in der Corona-Zeit sind? Das ist jetzt aber etwas profan. Wir haben gerade so viel ja gelernt, wie es weitergehen könnte und wer wo noch kontrollieren muss. Erstmal herzlichen Dank an Sie beiden. Im Augenblick müssen wir ja alle Corona-Masken tragen. Wo werden die eigentlich entsorgt und wo müssen die rein? Spannendes Thema. Das ist letzte Woche hier auch aufgeploppt. Also ich war auch gar nicht so unbedingt davon ausgegangen, dass das Thema Corona mich hier dienstlich so erwischt. Also aus dem privaten Haushalt ist das relativ unkritisch in die gelbe Tonne, was man... Entschuldigung, um Gottes Willen, nicht in die gelbe Tonne. Nein, auf gar keinen Fall in die gelbe Tonne. In die schwarze Tonne oder graue Tonne ist es ja hier bei uns. Also als Restmüll, dass es definitiv verbrannt wird. Die Empfehlung aber in jedem Fall in eine vernünftige Mülltüte, dass die Sachen nicht rauswehen können aus der Tüte und aus der Tonne. Und dass sie auch, wenn der Restabfall umgeschlagen wird, also sprich zu größeren Einheiten zusammengestellt wird, auch nicht verwehen können. Ich möchte gerne noch jemanden mit in unsere Diskussion hineinholen. Ja. Sie ist Klimaschutzmanagerin im Kreis Höxter. Martina Krog, erstmal herzlich willkommen. Ja, hallo, in die große Runde. Wir waren ja schon im Breakout-Room eben. Guten Tag an alle. Ich höre was ganz weit weg, ich sehe aber nichts. Sind Sie dabei, Frau Krog? Ich gucke mal eben zu unseren Technikern. Ja, ich bin dabei. Ach, da ist sie ja. Hallo, guten Tag. Hallo. Na, welches Datum haben wir denn heute? Na, Sie sehen noch meinen Kalender, 10.11. Ja. Ein Tag vor dem 11.11. Frau Krog, wir haben uns jetzt schon sehr viel über die Wertstofftonnen unterhalten, gerade auch über die Restmülltonnen. Ich möchte noch mal eine ganz andere Tonne nehmen, nämlich die Biotonne. Was passiert denn da eigentlich mit den Abfällen? Wo gehen die hin? Also für Lippe kann ich ganz konkret sagen, geht es bei uns in das Kompostwerk in Lembo. Der Bioabfall wird erstmal aufbereitet. Also es werden tatsächlich große Fehlwürfe oder Fehlwürfe rausgezogen, soweit es machbar ist. Und das sind also Folienmetalle. Ein großes Problem, was wir haben, ist gerade bei der Biotonne, die... Ja, ich denke, man muss schon sagen, eine Trennmüdigkeit, die da ist in der Bevölkerung. Also da landen auch verpackte Lebensmittel drin, die wir natürlich im Kompostwerk definitiv nicht gebrauchen können. Der Kompost aus Lippe durchläuft wirklich eine, also das komplette Kompostwerk, das ist eine Vergärungsanlage, wo halt mit Temperaturen um die 50 Grad auch in einem Fermenter Biogas erzeugt wird, was dann anschließend verstromt wird und in das Stromnetz der Stadtwerke Lembo eingespeist wird. Okay, dann haben wir das zumindest auch nochmal abgehakt. Das war ja schon noch sehr wichtig, was mit der dritten Tonne passiert. Ich möchte nochmal zu Frau Krog, zur Klimaschutzmanagerin kommen. Wenn man aus dem Kreis Höxter kommt und weiß, dass Klaus Töpfer dort gewesen, also zur Schule gegangen ist und dort lebt, dann muss man ja fast ihn als Bild hinten an der Pinnwand haben, oder? Das wäre mal eine Idee, ja genau. Und wissen Sie, das Schöne bei der Tatsache, dass man so alt geworden ist, ist die Tatsache, dass man eben 8 Jahre lang in Afrika war. Und das ist eine Dimension, die heute überhaupt noch nicht angesprochen worden ist. Klimaschutz ist immer eine globale Aufgabe. Ja. Wir werden demnächst in Afrika 2 Milliarden Menschenleben haben. Junge Leute, alle wollen einen Beruf haben, alle brauchen dafür auch Energie. Wo kommen die her? Das ist unsere Verpflichtung. Deswegen bin ich so daran interessiert, dass wir erneuerbare Energien bei uns durchsetzen.
weil sie dezentral sind, weil sie dort genau gebraucht werden können, weil sie dort auch wirklich eine wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen, ohne dass dieselben Fehler gemacht werden, die wir in unserer wirtschaftlichen Entwicklung gemacht haben, dass wir ohne Rücksicht, weil wir es auch vielleicht gar nicht so wussten, fossile Energien verbrannt haben und damit das Klima jetzt gefährdet haben. Wenn ich mir an die Tage erinnere, die ich da war, haben die Leute in Afrika mir immer gesagt, ihr sagt uns immer, was wir nicht machen dürfen. Ihr sagt uns mal, was wir machen dürfen. Wir wollen keine Kernkraftwerke, wir wollen keine fossilen Energien, aber wir brauchen Energien. Wo kommen die her? Ihr macht das nicht, weil sie für euch zu teuer sind. Jetzt haben wir es Gott sei Dank geschafft, und das ist ja vorhin gesagt worden, dass nur wirklich Deutschland sich einen Stern verdient hat dadurch, dass sie erneuerbare Energien preiswert gemacht haben. Wir sind heute bei pro Kilowattstunde Solarstrom in sonnenintensiven Gebieten in Afrika von unter 2 Euro Cent. Das ist unschlagbar niedrig. Als wir anfingen, Hermann Scheer, ich war mit dabei, als wir das gemacht haben, haben wir noch für eine Kilowattstunde Solarstrom 1 Euro bezahlt. Das ist eine Lernkurve gewesen, die dramatisch großartig war. Genau das ist das, was mir zusätzlich immer durch den Kopf geht. Das sind 8 Jahre Afrika, sind 8 Jahre lang Umweltminister bei den Vereinten Nationen. Die waren mindestens so bedeutsam wie die 10 Jahre, die ich hier gemacht habe in Deutschland als Umweltminister, weil es mir gezeigt wurde, dass wir hier mit der Klimathematik eine nationale Bringpflicht haben, um international tatsächlich auch zu überzeugen. Es kann auch eine wirtschaftliche Entwicklung möglich sein für eine Welt mit 9-10 Milliarden Menschen, ohne dass wir das Klima kaputt machen und die Welt auf der Welle legen. Also insofern ist das natürlich ein zusätzlicher Schub gewesen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und wir sollten das auch gerade bei Schülerinnen und Schülern immer wieder sagen, wir sind global ausgerichtet, bleibt das auch. Seid euch bewusst der Tatsache, dass wir handeln müssen, so dass andere so auch handeln können. Kernkraftwerk kannst du in Afrika so nicht bauen. Aber Solarenergie, die kannst du da machen. Windenergie kannst du da machen. Geothermie ist möglich. Alles das ist eine andere Angelegenheit. Und dafür sich einzusetzen und zu kämpfen, das ist eine Sache, die wirklich wertvoll ist und die man machen sollte. Herr Töpfer, ich wollte Sie noch einmal ganz kurz unterbrechen. Wir haben uns so viel Gedanken gemacht über den Ablauf. Bevor wir darüber sprechen, was wir alles tun können und sich dafür einzusetzen, gleich als allererstes die Frage natürlich, was halten Sie von den Menschen, von den jungen Menschen, die sich für Fridays for Future engagieren? Die stellen wir aber noch kurz zurück. Ich wollte das Ganze noch mal von der Welt zurückholen in den Kreis Höxter, denn dort engagieren sich auch junge Menschen und die haben eine Art Green Picture erstellt. Der Noah, der kennt sich damit aber ganz genau aus, was im Kreis Höxter los ist, Noah. Ja, stimmt. Das Green Picture kommt nämlich auch von unserer Schule. Es war eine Idee von Schülerinnen und Schülern. Und dann fragen wir doch mal ganz kurz die Schülerinnen und Schüler des KWGs, wie seid ihr denn eigentlich auf diese Idee gekommen? Seid ihr auch da? Oh, ja, wir sind doch da. Ach, da sind wir doch. Guten Tag, ihr beiden. So, ihr beiden, wer hat denn eigentlich von euch das Green Picture erstellt? Ja, also wir haben das in Zusammenarbeit erstellt, aber eigentlich war es so, dass ich ziemlich für die Auswahl der Bilder zuständig war und Stefanie größtenteils das Video zusammengeschnitten hat. Die ist gerade hier nicht im Bild. Und wir haben größtenteils eben Spülnissen genommen, weil wir gehört haben, dass das sind halt sonst negative Sachen eigentlich gezeigt werden. Ja, und dann wollen wir natürlich auch sowas Schönes, was es mehr gibt. Ja. Der Klassenraum, der hat gerade irgendwie, glaube ich, nicht mehr so viel Lust auf uns. Aber bekanntlicherweise spricht ja ein Bild mehr als 1000 Worte. Also gucken wir uns einfach mal das Green Picture an. Ich denke mal, die Schülerinnen und Schüler könnten dazu besser kommentieren, was man sieht. Aber meiner Einschätzung nach ist das A-Gebäude unseres Gymnasiums. Ja. Also beim Sonnenaufgang
über dem Dielenberg. Ich weiß jetzt nicht, wo die Schulklasse hin ist. Ja, wir singen gerade nichts mehr und die Musik war auch nicht dabei, also... Also wir haben uns gerade, ich weiß nicht, wie viel ihr gesehen habt, wir haben uns gerade euer Green Picture angeguckt. Ich habe jetzt einfach mal thesenhalber aufgestellt, das war das A-Gebäude, oder? Ja. Ja, wahrscheinlich war die Internetverbindung gerade so ein bisschen weg. Ja. Dann beschreibt doch einfach mal ganz kurz, was wir gesehen haben. Ja, also man hat ja gesehen, dass wir verschiedene Bäume fotografiert haben, weil das ja ziemlich auch zum Thema beitrug oder beiträgt. Und dann haben wir noch den Mond einmal fotografiert am klaren Himmel, um zu zeigen, noch haben wir hier keinen Smog. Was ist, wenn wir nicht aufhören? Alles ist möglich, nicht, dass es bei uns genauso aussieht wie in Shanghai. Das will ja keiner. Und wir wollten das vor allen Dingen das Schützenswerte zeigen, dass man, wie gesagt, nicht immer vieles zeigen, dann ja bei den Green Pictures überlaufende Mülleimer oder halt das, was Schlechtes gerade passiert. Aber wir wollten halt auch mal das Schützenswerte in den Vordergrund stellen. Das hört sich auch ziemlich gut an. Um diese Schützenswerte auch noch weiter erhalten zu können, dann würde ich einfach mal sagen, Hanna, du hast eine Debatte gestartet, nämlich was müssen wir tun? Genau, jetzt kommen wir quasi schon zum Schluss. Jetzt kommt die große Runde. Wir müssen darüber diskutieren, was können wir tun, vielleicht müssen, was müssen wir tun. Und Hanna hat das jetzt alles vorbereitet und du begrüßt jetzt auch die jungen Menschen, die sich vehement einsetzen, nämlich Stichwort Fridays for Future. Tim Vollert und Katharina Müller, Warburg und Paderborn, sind jetzt auch noch mit in der großen Runde mit Herrn Töpfer und auch mit Professor Lemke. Genau, und auch Frau Krog nicht zu vergessen. Wir haben uns jetzt ja den ganzen Tag schon mit allen möglichen Fragen rund um Klimaschutz beschäftigt. Jetzt stellt sich aber natürlich für uns Schüler und Schülerinnen die Frage, was können wir eigentlich tun oder was müssen wir eben auch tun, um dem Ganzen entgegenzuwirken? Und zuallererst möchte ich eine Frage in den Raum werfen. Erstmal ganz salopp gesagt, auch an alle gerichtet, auch an die Schüler, die sich gerne beteiligen dürfen. Ist es für euch eine Verzichtsdebatte oder handelt es sich lediglich um das Umdenken? Fühlt sich da jemand angesprochen? Möchte da jemand gerne was zu sagen? Oh, ich kann mal gerne den Anfang machen. Also, hallo. hallo. Ja, wenn sich kein anderer meldet, dann rede ich einfach mal. Ich denke nicht, dass es eine reine Verzichtsdebatte ist, aber ich denke, dass man den Teil natürlich nicht ignorieren kann. Also Umdenken hilft am Anfang schon mal eine ganze Menge. Stichwort, würden wir kleinere Autos fahren, dann wäre es wenigstens schon mal etwas. Würden wir beim Einkaufen vorsichtiger sein, würden wir unseren Konsum überdenken. Aber auf lange Sicht führt das bei vielen natürlich in Richtung Verzicht. Denn zum Beispiel beim Konsum, wenn man selber einkauft, wird man ja entdecken, dass oftmals die Sachen, die schlechter eingepackt sind, bei denen etwas weniger auf die Umwelt geachtet wird, dann natürlich auch günstiger sind. Und dass da natürlich dann immer finanzielle Kosten dahinter stehen, wenn man selber jetzt hier darauf achten muss. Ja, bei der Meinung schließt sich das Wittekind-Gymnasium aus Lübeck an, habe ich gerade gesehen. Sie haben nämlich auch in den Chat geschrieben, dass es für Sie eher ja, ein Ding vom Umdenken ist. Sieht das jemand genauso oder gibt es da jemanden, der sagt, nein, für mich sieht das gar nicht so aus, hat einfach mit sich zu tun? Sieht für mich nicht so aus und das ist auch eigentlich eine recht positive Resonanz, weil das heißt ja, es ist einfach nur ein Umdenken und wir können alle was tun. Jetzt ist aber die Frage, was genau können wir tun? Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps, was die Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag besser machen können? Meldet sich niemand anderes außer mir, weil dann rede ich einfach euch wieder weiter. Ja, das kannst du gerne tun. Also ich habe, als ich mich vorbereitet habe jetzt auf diese Frage, ist mir ein Tweet online aufgefallen. Dem hat ein Unternehmen, das eine Webserie macht, in dem es nämlich zeigt, was man so machen kann, um seinen Fußabdruck zu verkleinern, in die Menge gefragt, was man so machen kann. Das kleine Unternehmen, den Namen kennt ihr vielleicht, es heißt Shell, so klein ist das gar nicht, das drittgrößte Unternehmen der Welt, Ölkonzern,
2% der globalen Emissionen produziert. Insgesamt sind 71 der produzierten globalen Emissionen von nur 100 Firmen. Dementsprechend wäre mein Tipp, denn in Deutschland sieht die Situation nicht anders aus, die Energiewirtschaft, ja, wir verbrauchen als einzelne Person auch zu viel Energie, das kann man zwar ändern, aber die Energiewirtschaft ist für 33% der Emissionen verantwortlich. Deswegen mein Tipp, was man machen sollte, ist erstmal die Politik nicht in Ruhe lassen, die Konzerne quasi nicht in Ruhe lassen. Also schreibt euren politischen Vertretern, besucht die Veranstaltung, lasst sie wissen, dass man diesen Lobbyismus, der da auch oft betrieben wird, Beispiel jetzt Agrarreform in der EU, im EU-Parlament, dass man den nicht durchgehen lässt, dass den unsere Generation nicht durchgehen lässt. Also ich denke, es geht weniger, oder natürlich auch, nicht weniger, aber auch, auch natürlich darum, was man im privaten Alltag machen kann, aber auch, wo man helfen kann, etwas zu verändern, was wesentlich größer ist. Weil wenn wir alle jetzt, sag ich mal, nur noch Hanfpullover tragen und E-Autos fahren, dann ist die Welt davon nicht gerettet, wenn sich die Industrie nicht anpasst. Und das wird sie ja nicht, wenn es keinen Druck von außen gibt. Ja, ich meine eben gelesen zu haben, dass das Leopoldinum dir da zustimmt. Ich kann nur auf dem Bildschirm leider keine langen Kommentare lesen. Das könnte ich dann nur bei zuschauerfragen.de. Jetzt, du bist schon auf das Thema Politik zu sprechen gekommen. An der Stelle würde ich gerne einmal Frau Krog fragen, wie Sie das in Höxter vor Ort, sag ich mal, empfinden. Kann man sich auf die Initiative der Bevölkerung verlassen oder muss da politisch eingegriffen werden? Wir brauchen beides. Wir brauchen die Bürger, die in ihren privaten Entscheidungen das tun, was sie können. Aber wir brauchen auch die Politik. Aktuell, es gab ja hier Kommunalwahlen vor einigen Wochen. Die Bürgermeister wurden neu gewählt und aktuell setzten sich zum Beispiel die Kommunalparlamente neu zusammen. Meistens sind die mindestens so, wenn ich jetzt hier die Schüler mal anspreche, in eurer Elterngeneration. Manchmal sind aber auch jüngere Leute dabei. Und ich habe jetzt schon nur aus Presseberichten einen Trend beobachtet, der sich hoffentlich fortsetzt, dass von Politikern bestimmter Parteien gefordert wurden, spezielle Ausschüsse für Klimaschutz oder Nachhaltigkeit. Das ist noch nicht überall so durchgekommen, aber das ist ja mal ein Anfang. Da würdet ihr ja vielleicht jetzt nicht mit rechnen, dass eine grüne Partei, die meistens auch Ü50 ist in vielen Bereichen, aber dass die sich jetzt auch mal so einsetzen. Und mein Appell an die Schüler ist, man kann verzichten auf Fliegen, man kann sich beim Fummel, also sprich bei den Klamotten, einschränken, was brauche ich wirklich und lieber etwas besser und haltbarer kaufen, klar. Fleisch ist auch so eine Sache, es ist euch allen bekannt, was da so für eine Diskussion dahinter steht. Viele stellen ihre Ernährung auch schon freiwillig um, das bei den Eltern durchzusetzen, ist manchmal nicht ganz so einfach. Finanzen, okay, das ist ein Thema für die Eltern. Wie arbeitet mein Geld ökologisch? Aber ganz wichtig, politisch engagieren, mitmischen, mitmachen. Und nicht entmutigen lassen, wenn es heißt, Deutschland ist so klein. Doch Deutschland kann zeigen, was eine Marktwirtschaft kann. Aber die Marktwirtschaft wuppt es nicht alleine. Wir müssen uns auch mehr auf der gesetzgeberischen Seite mehr Zwang wahrscheinlich gefallen lassen, damit das Ganze funktioniert. Genau, Thema politisches Engagement, generell Engagement. Wir haben ja auch Katharina und Tim von Fridays for Future hier. Jetzt vielleicht einmal an Katharina, was ist denn so dein Tipp an die Schülerinnen und Schüler, die hier zuschauen? Also bei mir war das so, ich bin auch in einer politischen Partei aktiv, dass ich, als ich das erste Mal da hingekommen bin, eigentlich total abgeschreckt worden bin, weil ich mega, mega viel nicht verstanden habe und ich die ganzen Prozesse nicht mitbekommen habe, die da so liefen. Und dann aber dran geblieben bin und mich versucht habe, da reinzufuchsen und halt nicht irgendwie so, ja okay, ich verstehe das jetzt nicht, also gehe ich da nicht mehr hin, sondern halt so war, okay, ich gebe jetzt nicht auf, sondern ich ziehe das durch und dann auch meine eigenen Ideen reingebracht habe und auch Freundinnen und Freunde damit hingenommen habe, damit es mir da halt irgendwie nicht so langweilig wird oder ich gar keine Leute habe, mit denen ich mich da connecten kann, weil die sind halt meistens doch schon älter. Und bei Fridays for Future war es eigentlich auch so ähnlich, dass ich mir halt Leute gesucht habe, mit denen ich das machen kann, weil man stoßt halt immer irgendwie auf so Verbündete. Und ich hoffe, man konnte mich verstehen, weil meine Internetverbindung ist gerade richtig. Ja, man kann dich verstehen. Oh. Okay, gut. Ja, da gehst du auf jeden Fall mit positivem Beispiel vielleicht auch für alle, die zuschauen, voran. Und ich hoffe, dass sich da auch einige ein Beispiel an dir nehmen und sich von dir inspirieren lassen.
Und die EGS Helpsen möchte gern auch was dazu beitragen. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Naja, schön, dass wir jetzt auch mal was sagen können. Ich spreche jetzt mal für die komplette Runde hier. Wir sind, weiß nicht, 12 insgesamt in dem Raum. Wir verfolgen das schon länger. Und ja, von unserer Seite aus, klar, es gibt immer Veränderungen, die man machen könnte. Wir werden, also ich persönlich fände es zum Beispiel interessant, eine stärkere Mülltrennung in den Schulen zum Beispiel zu fördern, da man ja im Großteil der Schulen und auch insgesamt öffentlichen Gebäuden nur zwischen Papier und komplett dem Rest trennt. Das könnte man ja verändern. Ich möchte ja nur mal so eine Anregung geben. Das versuchen wir jetzt so langsam auch bei uns mal irgendwann durchzusetzen. Ich hoffe, das wird auch noch irgendwann funktionieren. Ob das im Rahmen von Projekten ist oder zentral vom von der Schulleitung gesteuert wird, das ist aber alles noch nicht klar. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Anregung und ich wollte noch einmal betonen, ihr seid alle herzlich eingeladen, auch euer Mikrofon anzustellen und selbst was dazu beizutragen. Hallo, ich würde auch noch gerne was sagen, wenn es geht. Natürlich. Darf ich reden? Ja, klar. Also zu der Frage, die Sie am Anfang gestellt haben, also Verzicht oder Umdenken, ich finde, wir verzichten gar nicht eigentlich auf, also wir verzichten auf nichts. Also zum Beispiel, auf was verzichte ich bei einem Auto? Wir haben ja dann die Möglichkeit, ein E-Auto zu fahren. Wir sind ja trotzdem mobil unterwegs. Das muss man auch bedenken. Das sind solche Aspekte. Wir sind nur in unserer Auswahl eingeschränkt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte jetzt ein Lebensmittel, was vielleicht jetzt nicht sogar, also ich habe gerade leider kein Beispiel gerade so schnell, aber was nicht so gut für die Umwelt ist, kann ich ja nicht, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt auf diese Lebensmittel verzichten sollte, sondern es gibt ja auch andere Varianten von diesen Lebensmitteln, die besser hergestellt werden, biologischer und umweltfreundlicher. Es ist einfach nur meiner Meinung nach eine Einschränkung von unserer Auswahl. Bei einem Auto verzichte ich ja auch auf den Design, anstatt dass ich mir jetzt so ein, also Mercedes macht das jetzt auch mit dieser also E-Technologie, also mit den E-Motoren und alles, aber ich verzichte ja nicht, jetzt nicht auf dieses Auto, also ich verzichte jetzt nicht auf meine Mobilität, sondern ich verzichte einfach nur auf den Dieselmotor, auf laute Geräusche, ist ja cool und alles, aber man verzichtet ja, also meiner Meinung nach verzichtet man ja auf nichts. Man denkt das nur um, indem man besser unterwegs ist, sage ich jetzt mal so. Und wir haben ja auch nur eine Erde. Wir haben jetzt nicht zwei oder drei, deswegen sollten wir mehr darauf achten. Das ist die höchste Priorität, meiner Meinung nach. Und ja, danke, dass du das kein Problem. Selbstverständlich. Natürlich auch einen sehr guten Aspekt, den du da genannt hast. Ich möchte jetzt einmal noch, ich versuche mir fleißig Notizen zu machen, wer alles noch zu Wort kommen möchte. Ihr kommt auch noch zu Wort, keine Angst. Ich möchte aber einmal noch Herrn Lemke und Herrn Töpfer ansprechen. Nämlich, jetzt haben wir gerade schon gehört, die Aspekte, dass man eben selbst entscheiden kann, was man konsumiert. Jetzt ist aber natürlich auch die Frage, gerade in Bezug auch auf Corona, da reagiert die Politik auf die Wissenschaft. Wie ist es denn jetzt in den ehemaligen Positionen, Töpfer als Politiker und Lemke als Wissenschaftler? Wenn Sie sich dabei vielleicht noch einmal kurz austauschen könnten, was Sie sich voneinander wünschen würden oder wie sehr oder wie wichtig auch der Austausch zwischen Politik und Wissenschaft ist. Also ich wünsche mir natürlich, dass die Politiker genauso auf die Wissenschaftler hören, wie sie es jetzt in der Corona-Krise tun, im Klimafall. Nicht? Und ich hatte vorhin schon gesagt, ich möchte das hier nochmal wiederholen. Wir haben ja auch tatsächlich Hitzetote zu vermeiden, die wir in Zukunft haben, wahrscheinlich ganz sicher haben werden. Die letzten Jahre, also von 2003 bis 2015, hatten wir 30.000 Hitzetote zu beklagen. Das RKI, das ja jetzt die Corona-Toten zählt und die Infektionen zählt, die hat diese Arbeit herausgegeben. Nicht? Und dabei waren diese heißen Jahre von 2018 und 2019 noch nicht mehr dabei. Also auch da ist ein richtiges Problem, nicht? Dass gerade die älteren Leute tatsächlich zu Tode kommen in diesem Fall. Und das ist etwas, was man natürlich schon verhindern muss. Das andere, was ich mir natürlich wünsche, ist, und da kann man tatsächlich von unten anfangen, jeder oder alle Schüler sollten ihre Eltern bitten, Ökostrom zu bestellen und nicht den normalen Strom. Nicht? Und das würde die Energieerzeuger schon dazu zwingen, auf längere Sicht tatsächlich mehr Ökostrom einzukaufen und auch mehr Energieerzeuger nicht aus dem Ökostrombereich hier zu, also
Ja, auf jeden Fall. Das spricht ja jetzt auch wieder den Aspekt, sag ich mal, der Eigeninitiative an, die von einem selbst ausgeht. Aber jetzt noch vielleicht einmal als politische Frage. Herr Töpfer, was denken Sie, wie wichtig die Wissenschaft als Grundlage für die Politik ist? Ich weiß nicht, ob er noch drin ist. Ich glaube, Sie haben gerade Ihr Mikrofon aus, genau. Ihr Mikrofon ist aus, das müssten Sie einmal anmachen. Ja. An, ja. So, jetzt haben wir ihn. Na prima, wunderbar. Also es gibt eine massive Krise der Wissenschaft in der Gesellschaft. Denken Sie nur mal, was wir gerade gesehen haben in Amerika. 70 Millionen Amerikaner, das ist ja kein ungebildetes Volk, haben einen gewählt, der diese Aussagen der Wissenschaft absolut nicht akzeptiert. Es gibt nicht die Wissenschaft, es gibt Wissenschaften. Und es ist immer wieder notwendig, damit nachzufassen. Ich halte das für zentral bedeutsam, dass wir das genauso bei Corona, lieber Kollege Lemke, sehen. Da sagen wir, wir ziehen alle einen Sprung. Da gehen wir mal nach Leipzig und haben sich dies angesehen mit der Demonstration dort gegen Wissenschaft. Also die Frage ist genau der zentrale Punkt in unserer gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Wie geht die Welt mit Wissenschaft um, die immer wieder dadurch gekennzeichnet ist, dass sie vorhandenes Wissen weiterentwickelt. Also ich bin sehr, sehr besorgt, dass so eine Angelegenheit nur beseitigt werden kann, indem man selbst Partei ergreift. Deswegen kann ich doch die unterstützen, auch gerade von Friday for Future, die sagt, ich bin in einer politischen Partei. Jawohl, ja. Mach doch mit. Sehr schön, dass Sie sich da so einig sind und eben auch dafür einsetzen. Ich möchte jetzt aber wirklich die Schülerinnen und Schüler heute nicht zu kurz kommen lassen, denn Sie haben ja den ganzen Tag schon teilgenommen und möchten jetzt auch noch Ihre Meinung dazu abgeben. Ich habe mir einmal das KWG aus Höxter aufgeschrieben und das Leopoldinum, wenn die vielleicht immer in der Reihenfolge ihren Beitrag abgeben würden. Ja, ich wollte noch mal was dazu sagen zum Verhältnis Konsum und Markt. Also es wird ja jetzt viel gesagt, dass wir unser Konsumverhalten ändern sollen und unsere Eltern ansprechen sollen, Ökostrom zu kaufen. Nur es funktioniert nicht nur damit, dass wir unser Konsumverhalten ändern, weil das viele einfach aufgrund des Geldes nicht machen können und sich das nicht leisten können. Im Moment ist Klimaschutz nämlich ein Luxusprodukt. Und das müssen wir vom Markt aus ändern. Und da können wir nicht nur immer sagen, ja, ihr müsst euer Konsumverhalten ändern, ihr müsst euer Konsumverhalten ändern. Wir müssen das vom Markt aus, sage ich jetzt mal, von oben herab ändern, weil sonst werden wir die kostbare Zeit verlieren. Und das dauert einfach zu lange, wenn wir jetzt immer nur sagen, Konsumverhalten, Konsumverhalten. Deshalb müssen wir jetzt auch den Markt verändern und das auch von der Politik aus. Weil sonst werden wir das Projekt Klimaschutz nicht hinbekommen auf die kurze Zeit, die wir jetzt noch haben. Ja, auf jeden Fall, das ist richtig. Eben. Ich bin hier der Überzeugung, dass wir tatsächlich Ordnungsrecht machen müssen, dass wir Gesetze machen müssen. Nur das dazu gesagt. Ich glaube, Sie gehen als Politiker generell mit einem sehr guten Beispiel voran. Traurig ist es ja nur so, dass Sie oder generell wir alle, die hier teilnehmen, leider nicht den Großteil der Gesellschaft widerspiegeln. Genau, Herr Witt möchte noch einmal zu Wort kommen, gerne. Ja, ich glaube, jetzt klappt es. Ja, ich habe ein Beispiel, weil es wurde ja eben schon angesprochen, die Entwicklung, die Photovoltaik genommen hat. Herr Töpfer hat erwähnt, dass das mal 1 Euro gekostet hat pro Kilowattstunde und dass wir durch das Erneuerbare Energiengesetz da natürlich massiv was vorangebracht haben. Was man aber nicht vergessen sollte, ist, dass dieses Erneuerbare Energiengesetz keineswegs vom Himmel gefallen ist, sondern das ist eigentlich zurückzuführen auf aktive Menschen, kleine Gruppen in vielen Kommunen. Also Kommunen zum Beispiel Aachen oder kleine Kommunen in Bayern, die da relativ viel gemacht haben. Die haben nämlich eine tolle Idee gehabt und sind dafür in ihrer Kommune eingetreten. Da haben dann in den Kommunen es eine höhere Vergütung für diese Anlagen gegeben. Gütersloh zum Beispiel war Ende der 90er Jahre eine Hochburg für die Photovoltaik.
im Vergleich zu den anderen. Und diese positiven Beispiele haben eigentlich erst dazu geführt, dass in der sozusagen großen Politik mit entsprechendem Engagement dann auch ein Gesetz erlassen wurde, was dann jetzt eine extreme weltweite Bewegung für die Photovoltaik war. Ja, ich denke, das fasst noch gut zusammen, warum es eben so wichtig ist, dass wir Eigeninitiative zeigen. Und das Leopoldinum wollte auch noch einen Beitrag leisten. Ja, hi, hört man uns? Ja, man hört euch super. Okay, super. Wir sind da einer Meinung mit den anderen Schulen auf jeden Fall. Also Umdenken, Verzicht, all diese Sachen sind natürlich wichtig für die Zukunft, denn wir möchten sie möglichst gut für uns alle gestalten. Aber wir denken, dass man da vielleicht auch noch eine Sekunde früher sich einschalten muss. Und zwar auch genau dabei, dass man alle darauf aufmerksam macht. Denn wir haben festgestellt, dass es oft an Schulen so ist, dass die Schüler eigentlich, sie wissen, dass da was ist mit dem Klimawandel und dass da irgendwas nicht ganz so okay ist, so wie es ist. Aber dass da auf jeden Fall mehr aufgeklärt werden muss, dass vielleicht auch mal Experten kommen müssen und das erklären müssen, dass man sich inhaltlich mehr damit beschäftigt, damit man im Endeffekt auch die Möglichkeit hat, überhaupt richtig was dagegen zu tun und sich einzubringen und zu wissen, aha, diese Alternativen gibt es zu den normalen Fortbewegungsmitteln wie die Autos, die jetzt noch mit Diesel oder Benzin oder was auch immer betrieben werden. Und dass man da vielleicht auch einfach guckt, dass die Schulen generell sich da ein bisschen mehr für einsetzen oder auch die Schüler selbst, wenn sie da Interesse dran haben, damit man wirklich sicher gehen kann, dass es auch bei den jüngeren Leuten ankommt, dessen Zukunft es ja jetzt endlich ist, über die wir auch hier reden. Und dass man das vielleicht in eine Art von Projekttag mit einbaut oder so, dass man wirklich einmal sagt, okay, wir nehmen uns die Zeit dafür und wir behandeln dieses Thema jetzt auch richtig. Ja, auf jeden Fall, das ist ganz richtig. Deswegen ist es ja auch so schön, dass wir uns hier austauschen können und man vielleicht den anderen auch noch ein bisschen Input geben kann, dass sich die Schulen eben gegenseitig inspirieren und ein gutes Beispiel sind. Eben hatte sich auch noch eine Mia gemeldet. Ich habe den Namen leider vergessen, aber du könntest jetzt gerne noch etwas sagen. Ja, hallo, vielen Dank. Kann man mich sehen und hören? Ja, kann man. Das ist schön. Ich habe gesehen, die anderen sitzen alle in der Schule. Ich bin leider gerade im Moment im Home Learning, aber ich möchte auch nur noch mal was ganz kurz zum Thema Schule sagen, vielleicht als kurzen Impuls, weil ich persönlich der Meinung bin, dass Schule auch eine sehr große Chance sein kann, was jetzt auch schon öfter mal gesagt wurde, weil ich glaube, ein Großteil der hier Anwesenden geht ja auch noch zur Schule und wir sind ja die, wie schon oft gesagt wurde, die dann später auch die Entscheidungen treffen werden und verantwortlich sein werden. Und deswegen finde ich persönlich ist auch ganz wichtig, dass eben an der Schule auch sehr viel Wert auf Bildung für nachhaltige Entwicklung und eben auch Themen wie Klimaschutz und so gelegt wird. Genau, also einerseits finde ich Bildung zu diesen Themen an der Schule sehr wichtig. Andererseits hat man aber auch echt coole Möglichkeiten, praktische Erfahrungen zu sammeln. Also zum Beispiel, indem man das Schulgebäude oder den Schulalltag eben klimafreundlicher gestaltet und man hat auch gute Chancen, eben das ganze Umfeld, also Eltern, Schulträger, Kommune, Stadt, Lehrer, die ganze Schulgemeinschaft und so weiter mit einzubinden. Und deswegen glaube ich, dass man an Schulen auch sehr gute Chancen hat, zu diesen Themen voranzukommen. Ja, auf jeden Fall, gerade weil man dann eben auch nochmal Leute überzeugen kann, die vielleicht noch nicht so überzeugt sind bis jetzt. Möchte noch jemand was dazu sagen? Sonst würde ich schon zum nächsten Punkt überleiten. Ich möchte ganz kurz was sagen. Ja. Das hat der Herr Lemke auch am Anfang auch gesagt, als er generell über den Klima geredet hat und das erklärt hat. Er meinte ja auch, dass Kommunen erstmal überhaupt begreifen müssen, das so zu bauen, dass es klimafreundlich ist. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Bevor wir das mit dem Konsumverhalten in Betracht ziehen und generell alles, was wir tun können, sollten meiner Meinung nach wirklich die Kommunen auch erstmal begreifen, das so zu bauen, dass es auch klimafreundlich ist. Das alles war entwickelt und wir dann auch mit in, also wir dann auch mitspielen und dann auch unser Konsumverhalten ändern, wie sie auch gesagt hat, an den Schulen nachhaltiger, also generell denken einfach, wie man das machen könnte. Also nochmal dazu gesagt, das ist meine Meinung, dass die Kommunen das wirklich begreifen müssen, auch langsam. Und ja. Ja, auf jeden Fall, wobei es natürlich nicht nur von den Kommunen ausgeht, sondern eben auch von den Bürgern und den Einwohnern der Kommunen ausgehen muss. Jetzt hatte sich noch einmal das Pilizeus-Gymnasium und Tim von Fridays for Futures auch gemeldet. Wenn ihr noch einmal ein Wort zum Abschluss sagen könntet, wäre das super. Also unsere Umweltschutz AG hat sich daraus gegründet, dass wir uns gedacht haben, dass so eine Veränderung im Kopf startet und
dass so, also unser Ziel ist es so, in unserer Umgebung, also in unserer kleinen Umgebung, so viel wie möglich für das Klima machen, weil es halt auch einfach von einem selbst was anfängt. Ja, auf jeden Fall ganz wichtig und auch schön, dass ihr da so Engagement habt und eben eine eigene AG dazu gegründet habt. Ja, und dazu wollten wir noch kurz sagen, also ich fände es mega cool, wenn wir mit den anderen Schulen auch in Kontakt bleiben könnten, wenn ihr da vielleicht auch Projektideen habt, dass wir das einfach so in so einem Circle bleiben, dass man sich austauschen kann und andere Projektideen mitkommt und dann vielleicht auch mehr Reichweite damit. Auf jeden Fall, ja. Dann noch einmal das Wort zu Tim. Also ich denke, dass es noch ganz, ganz wichtig ist, wenn man an den Schulen für gescheiten Klimaschutz überzeugen möchte, dass man anfängt, auch auf die Realschulen und Hauptschulen zuzugehen. Also ich weiß nicht, wie das jetzt hier gerade ist, aber ich habe nicht mitbekommen, dass hier irgendwelche Schüler von Realschulen oder Hauptschulen sind. So wie ich das mitbekommen habe, ist eine Gesamtschule dabei, der Rest ist, meine ich, aber Gymnasium, weil die Resonanz von den restlichen Schulen leider nicht so hoch war, was aber auch recht schade ist. Wir sind die Realschule. Bei Fridays for Future habe ich bisher, zumindest in unserer Umgebung, noch gar keine Realschüler angetroffen. Und vermutlich auch, weil tatsächlich das Thema Klimaschutz momentan ein Thema ist, das ganz besonders von Leuten besetzt wird, die aus, ich sag mal, besser gestellten Lebensverhältnissen kommen. Und dass wir da gerade deswegen das Thema Verzicht, wie wir es gerade angesprochen haben, Verzicht auch dazu gehört, unbedingt hier mit einbauen müssen, weil wir können natürlich schlecht ignorieren, dass gewisse Leute, die finanziell schlechter gestellt sind, und wer auf dem Gymnasium ist, ist statistisch, oder ja, das ist falsch gesagt, aber Leute, die besser gestellt sind, sind statistisch am meisten auf dem Gymnasium, dass Verzicht nun mal anerkannt werden muss, ansonsten kann man nicht die anderen davon überzeugen, wenn man nur sagt, ihr müsst nur euren Konsum umdenken. Wenn wir die anderen nicht überzeugen können, dann lassen wir natürlich einen riesigen Teil der Bevölkerung hinter uns. Und dann wird es in 20 Jahren nicht viel besser aussehen als jetzt, was die Überzeugung der Bevölkerung aussieht. Ja, also generell denke ich, dass wir auf jeden Fall mit viel Input aus der Veranstaltung rausgehen und dass ja, vielleicht sich einige jetzt auch nochmal inspiriert fühlen oder zum Umdenken angeregt fühlen. Mit Blick auf die Zeit muss ich leider zum Ende kommen, wobei ich diesen Austausch wirklich wahnsinnig wichtig finde und das auch wirklich nochmal loben kann, wie sich hier alle beteiligt haben. Zum Abschluss gibt es noch eine Umfrage von der Energieagentur. Ich weiß nicht ganz, wie das jetzt vonstatten geht, aber ich denke, da wird noch was zugesagt. Genau. Okay, Hanna, ich möchte das nochmal euch alle loben. Ich finde dieses Bild, diese Übersicht, wo man die drei Generationen sieht, wie sie miteinander diskutieren, also die Generation, die alles aufgedeckt und schon angestoßen hat, rund um Professor Peter Lemke und rund um unseren Bundesumweltminister Klaus Töpfer, dann die Generation, die das aufgegriffen hat, weitergeführt hat mit den ganzen Funktionsträgern, die wir heute interviewt haben, und natürlich, und das ist die Generation, die es vollenden soll, mit allen Schülerinnen und Schülern. Dieses gemeinsame Bild, finde ich, ist das Größte heute Vormittag. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die dort auch hinter den Kulissen mitgemacht haben. Und ich habe mal so im Hintergrund gehört, vielleicht sollte man sich in einem halben Jahr, aber zumindest im nächsten Jahr recht schnell wieder treffen und dann in einer ähnlichen Runde, in einem ähnlichen Format und dann mal schauen, wie man weiter diskutieren kann. Vielleicht gibt es ja auch schon neue Ergebnisse. Genau, und ich hoffe auch, dass dieser Austausch eben weiterhin so stark bleibt. Das ist nämlich echt ein wichtiger Aspekt. Ja, im Sinne des Klimaschutzes. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei der Agentur Get People, die hinter den Kulissen ganz, ganz viel gearbeitet hat und das so überhaupt möglich gemacht hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die mit zugehört haben, sich mit in die Diskussionen eingeschaltet haben, bei mehr als 10 Schulen. Natürlich ganz herzliche Grüße rund um die Welt nach Melbourne und nach Singapur und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Gänsehaut. Ich bin da richtig stolz drauf, auf das, was heute diskutiert wurde. Und ich möchte mich natürlich auch ganz herzlich bedanken bei Max, bei Noah und ich heiße Stefan. Und das Schlusswort, das hat natürlich die Hanna. Die hat auch das Eingangsstatement gemacht mit dem Polaranzug. Na okay, ich habe zwar jetzt keinen Polaranzug an. Hoffentlich ist euch das Bild trotzdem im Kopf geblieben.
um eben zu sehen, ja, wie wichtig auch die Klimaforschung ist und was die Leute eben auch für uns leisten, um weiterhin Erkenntnisse zu sammeln, um eben in der Zukunft hoffentlich Politik auf Grundlage der Wissenschaft umzusetzen. Ich möchte mich bei euch allen für die Teilnahme bedanken, hoffe, dass ihr alle etwas mehr Wissen von der Veranstaltung hier heute mitnehmt und eben auch Inspiration und Motivation, um weiter dafür einzustehen, denn schließlich ist es unsere Zukunft. Dankeschön.